zum Teufel ist los? Wo ist Anderson? Wohin soll's gehen? Hey! Wir gehen. Wie, weg? Was ist hier los? Anderson will uns auf der Citadel, um Hilfe für den Kampf zu holen. Quatsch, das wird er niemals befehlen. Wir haben keine Wahl. Ohne Hilfe ist der Krieg schon vorbei. Vergessen Sie's. Setzen Sie... Genug! Ich würde auch lieber bleiben und kämpfen. Wir fliegen zur Citadel. Sie können dort einen Rückflug buchen, wenn Sie wollen. Commander! Joker, sind Sie das? Er lebt und lebt. Ich habe hier einen Notruf von Admiral Hackett für Sie. Durchstellen. Shepard, wir haben schwere Verluste erlitten. Der Übermacht, die mit konventionellen Mitteln nicht besiegen. Anderson hat mich schon zur Citadel beordert. Ich soll mit dem Rat reden. Außenposten auf dem Mars. Kontrolle über das System verloren. Jawohl, Sir. Wir haben im proteanischen Archiv Dr. Tassoni nachgeforscht. Die Reaper aufzuhalten. Einziger Weg, sie zu besiegen. Ich melde mich. Hackett Endel. Joker, nehmen Sie Kurs auf das Mars-Archiv. Mars? Hat erledigt. Das ist Loco. Warum der Mars? Was glaubt er denn, was wir dort finden? Weiß ich nicht, aber wenn es uns hilft, diesen Krieg zu gewinnen. Zusammenpacken. Ich habe versucht, über sichere Kanäle den Mars zu erreichen, aber niemand antwortet. Anzeichen von Reaper-Aktivität? Negativ. Edi? Die Basis scheint online zu sein. Möglicherweise wurden die Bewohner evakuiert. Das werden wir schon bald wissen. Halten Sie sich bereit, Joker, nur für den Fall. Verstanden. Norman, die Ende. Wir sind fast da. Immer noch kein Kontakt zur Basis, aber es kommt ein schwerer Sturm in unsere Richtung. Wie lange bis er da ist? Höchstens eine halbe Stunde. Danach werden wir Probleme bei der Kommunikation mit der Normandy kriegen. Verstanden. Dann machen wir uns mal auf den Weg. Was ein Riesensturm. Mit roten Blitzen. So. Verdammt, das ist ein heftiger Sturm. Aus der Nähe wirkt er viel größer. Ach was, Lieutenant. So schlimm ist es nicht. Er kann uns aber trotzdem umbringen. Der Krieg auf der Erde macht mir mehr Sorgen. Oder der Umstand, dass niemand Meldung macht. Okay. Ja, der Sturm kann uns trotzdem umbringen. Vor allem, wenn uns so ein roter Blitz trifft. Dann gucken wir aber mal, dass wir vorwärts kommen. Wenn ich nicht falsch laufen würde, würde ich fast sagen. Okay, ich laufe vielleicht doch richtig. Was ist das? Allianz. Sergeant Reeves. Er hat wohl keinen Widerstand geleistet. So, die nehmen wir gleich mal mit. Hier, Bewaffnung ändern. Dann haben wir hier nochmal einen Sniper dabei. Halten Sie sich bedeckt, bis wir wissen, was vor sich geht. Verstanden. Ich vergesse manchmal noch, dass Sprinten jetzt mit Leertaste ist.
Scheiße. Sie richten sie hin? Oh, verdammt. Moment. Nein, die. Freies Schussfeld! Freies Schussfeld! Jetzt wissen sie, dass wir hier sind. Ja, und das ist auch gut so. Denn da fliegen die Köpfe. Wenn ich treffe. Oh, verdammt. Oh, oh. Ja, toll. Jetzt ist er tot. Und da fliegt wieder ein Kopf. So. Die Typen waren von Cerberus, oder? So hat's ausgesehen. Was macht Cerberus hier auf dem Mars? Gute Frage. Sie wissen's nicht? Ich gehöre nicht mehr zu Ihnen, Ash, falls Sie das meinten. Das nicht. Aber wenn eine zwielichtige Terrororganisation eine unserer wichtigsten Forschungsanlagen infiltriert, ist das doch ziemlich verdächtig. Achtung! So, hier könnte ich, theoretisch auch meine Waffen wechseln. Aber ich behalte mal die. Okay, ich wechsle vielleicht doch mal. So, einmal hier auf die Sniper. Gute Nacht. Und, ja. So. Sieht nicht so aus, als wären sie gewaltsam eingedrungen. Ja, es sind nur ein paar Fahrzeuge. Dann hatten sie wohl Hilfe. Ein Insider. Wahrscheinlich. Man bräuchte viel mehr Männer und Feuerkraft, um die Anlage anders einzunehmen. Das kann gut sein. Soll ich glauben, dass Sie es jetzt nicht mehr tun? Ich habe nicht für Sie gearbeitet, sondern mit Ihnen. Und das ist auch vorbei. Und ich weiß nicht, warum Sie jetzt hier sind oder was Sie wollen. Seit er wieder auf der Erde ist, wurde Commander Shepard ständig beobachtet. Es kann also keine Kommunikation gegeben haben. Tut mir leid, Shepard. Es ist nur... Ich sollte mich nicht derart erklären müssen, Ash. Bitte, vertrauen Sie mir. Das tue ich ja. Es ist nur... Ganz ruhig, Lieutenant. Sie gehört zu uns. Shepard, der Göttin sei Dank, Sie leben.
Liara? Ich war besorgt, als die Berichte kamen. War der Angriff schwer? Ja, es war schwer wegzugehen. Ashley, tut mir leid. Aber warum sind Sie hier? Befehl von Hackett. Er sagte, Sie wüssten, was vor sich geht. Ja? Halleluja. Endlich antworten. Vielleicht. Ich habe Pläne für ein Gerät der Proteaner gefunden. Damit könnte man die Reaper vernichten. Hier, auf dem Mars? Ja, in den Proteaner-Archiven. Das glaube ich erst, wenn ich es sehe. Wo finden wir diese Waffe? Es ist keine Waffe. Noch nicht. Es sind Baupläne für ein Gerät. Das ist mehr, als wir vor einer Minute hatten. Wie kommen wir daran? Das Archiv ist auf der anderen Seite der Bahn da. Falls Cerberus es nicht abgeriegelt hat. Hinter was sind die her? Die scheinen sie unbedingt fangen zu wollen. Sie wollen, was ich auch will. Was wir alle wollen. Aber warum? Die Proteaner standen kurz davor, die Reaper zu besiegen. Sie hatten Pläne für ihre Zerstörung, aber zu wenig Zeit dafür. Und alles, was mächtig genug ist, um die Reaper zu vernichten. Ist etwas, an dem Cerberus automatisch Interesse hat. Es ist also ein Rennen zum... Wir haben Gesellschaft. Immer her damit. Diesmal nicht, James. Was? Gehen Sie zurück zum Shuttle. Wenn Cerberus vor uns im Archiv ist, müssen Sie die Ausgänge überwachen. Aber... Sofort, Lieutenant. Sie kommen näher. Wir sollten in Deckung gehen. Sie haben uns gefunden. Gut, dann würde ich auch mal sagen, weiter geht's in der nächsten Folge. Ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen. Wenn sie euch gefallen hat, bewerten und kommentieren und zur nächsten Folge wieder einschalten. Also bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.